Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe von FLB News 2.0. Wir von Schulmarketing haben eine Umfrage gemacht an der Schule mit ein paar Schülern zu den Themen Klassenraum, offenes Klassenraumprinzip und Schule allgemein. Und das haben die Schüler gesagt. Was hältst du vom offenen Klassenraumprinzip hier an der Schule? Ja, das finde ich schon mal gut. Ich nutze es auch oft und ja, ist eigentlich gut, weil man auch auf die Vorträge kann man sich vorbereiten und so. Und ja, ist ein Erfolg. Ja, okay. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Da hat sich mal jemand echt Gedanken beigemacht. Muss man nicht immer nach unten rennen in den Pausen aber. Ja, das Prinzip habe ich auch selber sehr gut mitbekommen, weil ich auch in der SV tätig bin. Ich finde das Prinzip einerseits sehr, sehr gut. Man kann sich in den Pausen in Räumen aufhalten und gegebenenfalls Hausaufgaben machen, wenn man eine Freistunde hat auch. Und das ist auf jeden Fall das Prinzip, ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, vorher wurde ja befürchtet, dass die Klassenräume dadurch jetzt schlechter aussehen, also mehr Müll ist. Ist das irgendwie aufgetreten? Kannst du das beobachten? Soweit ich das mitbekommen habe, ist das keineswegs der Fall. Dass Müll immer mal rumliegt, das ist ja schon bekannt. Das ist schon, das war auch letztes Jahr so. Nee, also so ein bisschen Dreck ist ja immer im Klassenraum und das ist schon ganz gut so. Also ist kein Dreck. Schlechter ausstehen, hast du das irgendwie beobachtet? Nö, sehen aus wie immer. Du sprachst gerade von den PCs an. Wie findest du denn allgemein die technische Ausstattung in den Räumen? Ja, das ist, also wir haben ja irgendwie, ich glaube, in unserem Klassenraum sind irgendwie 10, 12 PCs oder so. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Man kann sich, können sich mehrere Schüler in einem PC aufhalten. Also in meiner alten Schule, wo ich war, da die konnten nicht mithalten mit dem, was wir hier haben. Aber um gleich auf die nächste Frage einzugehen, das meiste funktioniert wieder nicht. Also letztens war mal ein PC kaputt, aber ich glaube nicht, dass es daher kam und also nicht mehr als vorher. Ist jetzt ziemlich viel kaputt. Ach so. Also du hast ja gesagt, dass die PCs nicht immer besonders zuverlässig sind oder auch mal kaputt. Was glaubst du, woran liegt das? Wer ist dafür so verantwortlich? Ja, wo genau das liegt, das ist natürlich unschlüssig, das weiß man nicht genau. Ob das jetzt, ob jetzt Schüler randalieren und PCs damit kaputt machen oder das an der Software liegt, das ist natürlich fraglich. Das kann man auch nicht jetzt genau beurteilen. Jetzt allgemein zur Schule, wie findest du das Unterrichtsklima hier? So, in der Klasse oder in den Kursen halt? Wenn ich jetzt cool sage, hat das sicher einen komischen Unterton, aber es ist eigentlich ziemlich angenehm. Das Unterrichtsklima ist gut, vor allem mit den Mitschülern ist okay. Also ich war ja auch in der ÖH und da hat man nicht so mit jedem Kontakt und in der AHA ist schon besser und Lehrer kommt halt auch viel Lehrer sehr an. Ich kann jetzt persönlich von mir reden. Ich pflege ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Lehrern und auch zu meinen Mitschülern. Nicht nur aus meiner Klasse, sondern auch aus den Parallelklassen oder auch von den anderen Bildungsgängen wie der HH oder auch Industrieklassen. Ich finde das dieses Klima sehr positiv. So, was gibt es noch, was so nicht so positiv ist? Ja, wie schon gesagt, die Schule hat keine so schöne Aula. Also, ich weiß, das kann man jetzt nicht von heute auf morgen machen und platztechnisch ist es ja halt nicht so, aber Aber so jetzt von den Regeln her ist alles in Ordnung. ist alles in Ordnung. Ja, wir hatten gestern eine sehr schöne Diskussion mit Herr Schulte-Frankenfeld. Wir hatten ja unsere Theateraufführung gestern und vorgestern. Und das ist ein sehr großes Problem an dieser Schule ist, wir haben keine Aula. Und das Problem ist jetzt nicht, dass wir nicht ja, einerseits kann man das schwer umsetzen an dieser Schule. Und das liegt daran, dass Herr Schulte-Frankenfeld hat das auch erklärt, dass der Konstrukteur, also der das Gebäude gebaut hat vor 30 Jahren, keine Aula gebaut hat, weil hier sind drei Berufskollegen nebeneinander Ja. und die haben keine Aula gebaut und das ist das Problem, was. Ja, das mit der Aula, das wurde ja auch jetzt schon zweimal angesprochen. Und ja, sonst wüsste ich nicht unbedingt, was geändert werden müsste. Okay. Bekommst du viel von der SV-Arbeit mit? Nee, eigentlich so ziemlich gar nichts. Ja, wir treffen Okay. uns monatlich immer. Unser Schülersprecher ist auch sehr engagiert und ich bin auch selber auch aktiv. Ich nehme zum Beispiel diese Klassenkonferenzen mit, als Schülerverteidiger und wir sind schon sehr engagiert. Was hältst du von der Internetsperrung an den PCs? Sinnlos. Sinnlos? Also man kann sie umgehen und auch wenn wir Recherchen machen müssen im Unterricht, das kann man total vergessen und sogar viele Lehrer beschweren sich darüber, dass diese Sperrung sinnlos ist. Das ist eigentlich alles klar.
übertrieben, sage ich mal. Also sind zu viele Seiten gesperrt. Die schlimmsten, sage ich mal. Also manche müssen halt gesperrt sein, aber da sind schon ziemlich viele gesperrt und auch nützliche, wo man mit arbeiten könnte und das kann man noch verbessern. Ja, ein sehr schwieriges Thema, muss man sagen. Einerseits natürlich verständlich von der Seite der Lehrer oder auch von der Schulleitung, dass man natürlich jetzt nicht immer, wenn die Lehrer einen am PC lassen, dass man nicht direkt immer auf Facebook geht oder YouTube und irgendwas anderes macht. Andererseits muss man auch gucken, wenn man wirklich auch konstruktiv arbeiten möchte, sind trotzdem ein paar Seiten gesperrt, obwohl man diese Seiten braucht zum Lernen oder um sich Informationen zu holen. Und da kann man halt nicht drauf gehen. Das ist dann nervig auch. Nicht nur für einen Schüler, auch für manche Lehrer, das sagen die auch selber. Danke für dieses Interview. Danke für dieses Interview.